Ach, Tuba war das vorletzte, ne? Oder wie war das? Letzte Gewässer der Welt. Ja, genau. Ach, warte mal, guck mal, Bernsteinsee ist ja auch offen. Ja, aber das ist ein reines Grund für Meuer. Ja, ich sehe schon. Aber da gibt es das Quad. Ja, den Simon Store gibt's da. Ja, ich wollte wenigstens mal Quad fahren. Store ist in La Doga, ne? Ja, der, genau, Beluga Store, ja genau, den habe ich da gesehen. Warst du da gestern reparieren? Nein. Warum? Ist der günstig? Ja, für Beluga-Sachen ist der günstiger. Okay. Du hast eine Beluga-Rolle, ich weiß nicht, ob du die repariert hast. Ich glaube, es hat... Naga, bring ich da mal hin. Warte mal. Ich glaube, der ist 80% oder so. Ja, 85-90%, wow. Aber da habe ich sogar noch gespart, weil ich hatte 80%, weil ich war bei Windenbach und Windenbach hat 8... Bist du gerade in der Werkstatt? Nee. Ja, das ist auch voll interessant. Man muss mal gucken, wenn du da oben auf das Menü aufhast und du gehst da oben auf dieses Ausrufezeichen mit den Infos, da steht in diesem Fenster irgendwo, ob das Teil repariert oder ersetzt wird. Kannst du immer erkennen, ob du einen Teil früher oder später reparieren solltest, weil halt ersetzte Teile kosten halt immer gleich viel und reparierte Teile halt nicht. Okay. Da könnte man, also da kannst du da schon mal deutlich was dran erkennen. So. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Nee, aber ich bin auch... mir jetzt letztens, als ich da rumgeklickt habe... mal aufgefallen. Ja. Also, hey, was steht denn da noch alles? ich muss dem jetzt echt hinterherfahren. Ich wollte mir aber doch einen auf. Nein, mache ich nicht. Hinterher da. Ich sag nein. Ja, ich habe jetzt so viele Spule drauf, aber das ist mir jetzt zu blöd, da muss ich hin. Boah, und das geht mir auch auf den Sack. Ich glaube, ich bin hier bei 23% oder so bei meiner Spule, bei meiner Schnur. Verschleiß. Aber ich will die jetzt nicht austauschen. Was ich wahrscheinlich trotzdem machen muss. Weil ich eigentlich, wenn ich mir die neue Angel hole, dann alles kaufen will, weißt du? Ja. Aber bei, ich bin jetzt, warte mal hier, bei der hier, glaube ich, war das sogar. 31,8% Verschleiß. Das ist schon, verdammt übel, Ja. Ja. Auch so ein Faktor, bei dem ich Ausschwitzer zuschreiben würde. Das war alles vorher. Du hast ja jetzt gesehen, die letzte Zeit, wie viele ich hatte. Nicht mehr so viele. Die ist dann nicht mehr. Ne? Okay. Ja, also das hat sich ja jetzt erst aufgebaut, die 38 oder 31%. Ja, aber auch nicht in drei Fischen. Das stimmt. Das stimmt. Aber trotzdem will ich behaupten, ich hatte ja vorher mal geguckt, oder zumindest kann ich echt behaupten, war das da nicht so krass. Boah, und krass, die hier ist auch schon bei 23%. Was hat die andere? Muss ich die auch mal eben überprüfen? Ne, das war die mit 31. Oh, 7%. Vielleicht tausche ich auch nur die Schnüre ein bisschen hin und her. Weil hier auf meiner, ich glaube, schwächsten... Ah, ne, das ist noch die 9 Kilo. Ja, okay, dann geht das ja noch fast. Ja, aber trotzdem ist es nicht so gut, hier mit 23 und 31% Verschleiß rumlaufen. Nicht so leistungsoptimiert. Ne. Jetzt geschickt Weihnachtsschokolade. Leute einem alles für ein Zeug schicken, ist auch der Wahnsinn. Mir hat heute einer, den ich nach einem Spot gefragt habe, ja, gebratene Giebel und Garage geschickt. Fragst du ihn so, ja, wo hast du den Fisch gefangen? Ja, da und da, okay, vielen Dank. Danach, zack, Link, schickt er mir neues Zeug. Ja, so nett. Ja, und sind der Wahnsinn, die Leute hier. So nach dem Motto, danke fürs Gespräch, hier hast du was. Ich habe Moin und Danke geschrieben, damit bin ich, glaube ich, in der Community, also wenn es um Spot-Frage-Leute geht, teilweise sehr weit vorne. Ja. Also hier die Chinesen, die schicken ja nicht mal europäische Zeichen. Ja. Und keine Ahnung, ey. Ja, und der eine, wo hast du gefangen oder wie war das? Und der eine hat nur geschrieben, wo hast du den gefangen oder wie war das? Ja, Wareman, ja.
Danach hat er noch C2 hinterher geschrieben, weil er vermutet hatte, dass ich das in den Bereich gekriegt habe. Ich habe auch überlegt, ob ich ja schreiben darf. Den ein bisschen in die falsche Gegend schicken. Dann wäre ich am Ende auch noch gebannt wegen Verbreitung falscher Informationen. War es nochmal auf dem Stream? Ja, läuft immer noch. Der hat das jetzt ein bisschen geändert. Da ist jetzt eine Kuh mit Perücke, steht da in der Ecke, die irgendwie sich so ein bisschen bewegt und so voll im Ventilatorwind steht, so die Perücke weht voll. Und dann steht da unten I'm amused mit Doppel-O und so. Ja, geil. Ja, keine Ahnung. Ja, aber läuft anscheinend, ne? Krass. Also, nicht das Spiel, aber... Der Stream auch nicht, aber ja. Ich weiß ja nicht, was der macht. Also, würde mich auch mal interessieren. Das würde mich echt mal interessieren. Kannst du mal fragen, ja. Du bist ja ein Engländer, ich kann nicht so gut Englisch. Ja, ich denke mal auch, der wird Daueraufgaben und das mit dem Namen und dann einfach Schiss geben. Meinst du, das ist dauerhaft? Also, der kann da nicht mehr zocken? Nein, steht da auf 14 Tage. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, da hat ich meine, der ist da jetzt einfach, der wird da halt nicht vorsitzen oder irgendwas, der wird einfach seinen PC anhaben, OBS anschmeißen. Ja, klar, das Spiel starten und auf dann jeden halt, Fall. Keine Ahnung. Ja, der hat wahrscheinlich wie. Ja. Wie die meisten, einen extra Streaming-PC, weißt du, und dann lässt du den ganzen Tag da laufen. Ja, klar. Das ist auch gutes Wetter, das ist auch okay, ist in England, da ist ja kein gutes Wetter. Da ist nie gutes Wetter. Spulensound. Das ist brutal, ne? Ich bin mir so sicher, ich höre noch eine zweite Spule laufen, Alter. Ich bin mir so sicher. Ich gucke immer wieder zurück. Nein, die Angel steht wie eine 1. Ja, vielleicht ist ein Kaulbarsch dran mit 15 Gramm. Und ja, genau, deswegen höre ich die Spule. Ach so, ja, stimmt. Der schwimmt nach oben weg. Das ist ein Flugbarsch, ja. Ja, ich guck. Ohne Witz, da war doch gerade was. Der guckt doch immer in dem Moment, wo ich gucke, dann sieht der doch einfach nicht mehr irgendwann so. Dann lässt er so ruhig so guckt gerade. Ja. Jetzt sind Fische hier, die wollen ja auch nicht aufgenommen werden. Ist dir nie aufgefallen? Naja, die sind echt kamerascheu, doch, doch. Du bist am Jiggen und in der Führung machst du Aufnahme aus, weil du seit 10 Minuten nichts gefangen hast. Und dann geht's los. Und in der Führung bist du danach 40 Minuten am Drehen. Nicht die eine, wo ich meine Spule zugemacht habe. Genau den Teil habe ich geskippt. Oh. Aber man könnte unter Umständen sehen, dass ich sie zugemacht habe halt. Aber nur das. Ja, aber halt nicht, wie ich den Fisch dann damit fange, weil das war. Es ist einmal kurz glüht der Balken auf. Reißt die Bremse auf und dann geht die Party los. Eine Sekunde länger, es wäre einfach vorbei gewesen. Und was war dran? Der 13-Kilo-Karpfen, der die Woche überlebt hat, auf Platz 1. Yeah. Das hat das Spiel nur gemacht, um mich zu verarschen. Ich weiß nicht, weil es hat gesehen, der Idiot hat die Bremse zugemacht. Und jetzt hat er noch das Video rausgemacht. Ja, komm. Den nehmen wir jetzt den, mit. Den nehmen wir auseinander, der Trottel, ey. Dann noch gescannt, der drückt Jig über 0, nicht über die Maustaste, der kriegt die Bremse eh nicht auf. Direkt ausgespielt. Kampfer, beruhigt kann sich der Fisch nicht. Du bist da im Fluss der Agrofische. Ich habe einen anderen Fisch zwischen angefangen, ne?
Okay. Ich habe 40 Kilo Stör in der Tasche, danach einen 750 Gramm Barsch und jetzt bin ich schon wieder seit einer Stunde am Drehen. Warte, du hast jetzt schon wieder einen dran mit dem. Ja, bin über 10 Minuten schon wieder. Du Gauner, ey. Weißt du, wenn bei mir so ein dickes Ding dran ist, anscheinend habe ich meine Bremse zu hoch eingestellt oder keine Ahnung und direkt hier Vorfach gerissen eben. Ja, das ist scheiße. Du musst die wirklich auch, wenn du gerade einen Fisch halt so am Limit rausgepumpt hast oder so, danach einfach 3 Stufen runterdrehen. Also. Ja. Hey, keine Ahnung. Ich mache das schon allein, weil ich dieses Gezucke, wenn die im ganz komischen Winkel beißen und ziehen, das Gezucke von der Rutenspitze geht mir schon immer so auf den Sack. Darum drehe ich das schon immer runter. Ich kann nicht hochdrehen. Die Spule, kann ich die mal kurz ins Wasser halten oder so, bitte? Ja, ich bin das halt nicht gewohnt. Ich lasse die immer halt an. Also ich lasse die auf 9, also je nachdem, was für eine Angel, Ja. lasse ich die einfach auf 29. Die andere hat fest 27 und hier die eigentlich fest 25, aber ich habe die jetzt bis auf 20 runtergedreht. Okay. Ja, so ein Ding hier will ich nicht nochmal haben, was der da. Ich fange auch meistens so bei der hier, die kann ich mehr als entspannt auf 29 drehen. Die steht normalerweise, wenn ich rumtreibe, nur auf 25. Okay. Auch schon wegen so Faxen, keine Ahnung, du bist so blöd und kommst mal an dein Mausrad oder irgendetwas. Einfach, dass du sie nicht direkt mit jedem kleinsten Fehler zumachst. Ja. Das ist so. Weil ich hab's auch schon, also nicht oft, aber hin und wieder nimmst du die Route in die Hand und denkst dir, oh, warte mal, das Symbol gehört da nicht hin. Nicht hin. Boah, das hatte ich aber eben auch hier und der war relativ stark und da habe ich für eine Sekunde aus Versehen die Bremse zugemacht. Aber das ist zum Glück nichts passiert. Aber Ja, direkt das so wieder geht runter wieder. auf 29. Ja. Aber ja, Glück Ich habe gehabt. Cori auch einmal kurz aus Versehen gemacht. Noch mit der 5,5 Hydra irgendwas. Alter, ist das Ding schnell geplatzt. Ey. Kannst du dir gar Oh, nicht vorstellen. Scheiße. Ja, das ist natürlich mies. Da hatte ich mehr Ging Glück. einfach sofort die Triebe weg. Ganzen Ja, das Problem diese Woche ist halt wirklich Russen, ne? Was meinst du? Ich fange nur Russen. Ja, sei doch froh. Ich hätte schon gerne mal ein paar Störe, ein paar Perser oder so, um mal ein paar Punkte zu kriegen. Ach, geben die. Ach so, das ist dann nochmal ein Unterschied, oder was? Ach so, Ja, du bist immer in also. derselben Liste, deswegen meinst du, Ja, ich ne? kann da nur 5 Fische reinpushen. Wenn ich die mal größer mache, kriege ich keinen Punkt mehr für. Ja, stimmt. Also da ist ein anderer, ist da mit 22 Kilo noch drin. Und der hat jetzt Platz 3 halt. Und Okay. sonst sind das alles meine Fische. Das ist alles, was ich da reinschiebe, zieht mir Punkte ab. Ja, ich Also gibt schmeiß mir dich auch Punkte, selber also, raus. wenn er über 22 Kilo ist, gibt er mir auch ein bisschen Punkte, aber halt alles andere wäre viel besser. Naja, dann hättest du die fest, klar. Persischer Stör, egal wie groß, 1.500 Punkte. Was war denn das einer? Ach so, nee, schon gut. Das war ein Sterlet. Stadtstör wäre ab 6 Kilo oder so, wäre sogar mega wichtig, weil dann würde ich dem aktuellen Platz 1 sogar noch Punkte wegnehmen. Das wäre halt doppelt gemoppelt. Wären dann halt 500 Punkte oder 300. Weiß ich nicht, wenn es Platz 5 wäre, wären es 300 Punkte für mich und 300 minus für ihn. Wär. Kann ich auch noch bringen. Ja. Wo bist du jetzt aktuell? Welchen Rang hast du gesagt? Ich muss ein paar Punkte noch vor 1 machen, sonst ist es nicht mehr. Ja, aber wie du schon selber erklärt hast, wenn du nicht die richtigen Punkte oder Fische hast, Dann dann. spielen wir auch nicht richtig Fische bei sich. 21. Meine ich, wenn das gerade ein Wildkarpfen gewesen wäre, das wäre eine andere Nummer gewesen. Aber vielleicht auch mal auf uns vor die Front stellen. Ausgestürzt.
Ah, ich wollte doch sagen, da war doch gerade noch einer dran hier. Ach, da, der auf der rechten Seite. Auf der linken war einer. Nee, hier an meiner, hier an der in der Mitte. Also Warum warst du zumindest, kleiner da? ja, groß war der nicht, aber ich dachte, da war auf jeden Fall einer. Weil ich habe extra schnell eingezogen, damit ich hier an die hier drankomme und zack, stand ausgeschaltet. Oder es war wirklich hier jemand auf der linken, aber das. So, Kollege, wir gehen auf die Reise. Er hat sich jetzt auch schon das zweite Mal meine Spule gegönnt. Tu ich mir zurück, du Arschloch. Hier ist jetzt nicht so viel drauf, ich glaube, ich muss noch nach Meter. Ist er müde oder? Der liegt Ich jetzt muss schon. schlafen. Ich glaube, der ist fertig. Ja, dann rein damit. Na, jetzt schwimmt er wieder, aber auch so überhaupt nicht von mir weg. Seit ich losgefahren habe, habe ich meine Spule nicht mehr gehört. Der ist einer der guten. Den schleifst du nur noch mit, oder was? Ade Chalet. Und warum sollte doch auf der großen Angel ein großer Fisch beißen, wenn auf der kleinen Angel schon ein großer Fisch beißt? Damit du doppelt was zu tun hast. Ich brauche was anderes. Boah, er taucht schon nicht mal mehr in den Deutschen auf, weil ich schon mehr als fünf so große gefangen habe. Das ist krass, ey. Ich will auch so ein Ding haben. Ja, diese Woche laufen ihre Passports richtig übertrieben. Aber es ist auch wirklich, dazwischen fängst du nichts. Und das ist schon, du sitzt da teilweise sehr lange und. Ja. Boah, kannst du viel nebenbei machen. Ja, ne? Das habe ich letztes Mal Schön die gemerkt. Stimme reinhalten. Ach, du hast sowieso nur zwei Hauptangeln, ne? Du hast in dem Sinne sowieso nur zwei Hauptangeln, ne? Ja. Und ich würde auch nie eine dritte nehmen in der Situation. Das ergeht nicht. Bei jeder Fisch, der mich interessiert, muss ich hinterherfahren. Und ich kann den Motor nicht einfach mal abtreiben. Ja, Dritter Angel beim ist dann dritten tot. Mal ist. Kompletter Tod. Alles, was darauf anweist, ist entweder, ich muss ihm Tschüss sagen, wenn es mich interessiert, oder es interessiert mich halt nicht. Dann nehme ich doch lieber die Stippe. Ja, okay. Oder versuche jetzt halt im Moment mit der einen Angel eine Führung zu machen, um das halt auch als einfach direkten Vergleich. Eine lässt du treiben, eine führst du, guckst, was fange ich mit welcher Angel, wie viel fange ich mit welcher Angel. Halt aber sonst meistens einfach Stücke raus. Okay. Ja, ich habe letztes Mal hier, als ich die Videos geschnitten und bearbeitet habe, habe ich das auch so gemacht mit den Weckis. Einfach drauf, raus. Aber mies ist, irgendwann hängst du da am Ufer
und merkst das nicht. Da gibt es bessere und schlechtere Strecken. Ja, ich habe das in Sura gemacht. Da fährst du ja wie so eine Und dann treibst du Schlangenbewegung. nicht besonders gerade, leider. Ja. Und Sura ist auch voll nervig in dem Sinne, weil du treibst dich von der einen bis auf die andere Seite und dann kommst du ja nicht mehr hoch und dann musst du die ganze Strecke da wieder hochfahren, ey. Ja, das Treiben aber im Allgemeinen so handelt. Ja, aber den einen See, den ich bei dir gesehen habe, da kannst du ja jedes Mal einen anderen Weg dann fahren oder sowas, weißt du? Oder kommst in die eine Schnittstelle sozusagen rein und lässt dich ab da dann mal treiben oder sowas. Ja, man kann sich hier schon sehr lange treiben. Das sind verschiedene Stellen. Aber im Endeffekt ist halt auch, es gibt halt Spots, die sind gut, Spots, die sind nicht gut. Und aber das mache ich schon seit ich Anfang an so, dass ich halt immer nur ein paar Meter treibe. Okay. Oder halt schon ein paar mehr, aber so in Donis bin ich immer von ganz oben bis zu dem Achterloch getrieben. Ab und an nochmal bis zum Dorf. Weil danach kam immer, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber zu der Zeit kam danach eine ewig lange Strecke, wo du, wenn überhaupt, noch Döbel gefahren hast. Ja, geil. So, und das war halt einfach, keine Ahnung, bin ich halt dreimal durchgetrieben, hab ich mir gedacht, ja, was soll die Scheiße, und dann bin ich halt nur noch da oben, wo ich dann die ganzen Sichtlinge, was weiß ich, was alles gefahren habe, für dieses komische Zeug. Ich glaube, davon muss ich auch noch mal mehr fangen. Und, ja. Aber da in Donis, da habe ich auch halt da oben an dem Achterloch, da habe ich ja diesen 20 Kilo Beluga auch auf Lecki gefangen damals. Und das war auch mein absoluter Entscheidungsgeber, in UL zu investieren. Nicht der Wecki-Sache mal ein bisschen mehr zu widmen, weil du halt, ja, am Anfang schon allein diese Tatsache, diese, keine Ahnung, du holst da 20 verschiedene Fische haben die ganze Zeit raus. So. Ja, das war geil, ne? Die Ja. Vielfalt, das war echt Und geil. Alter, da rennt sie wieder die Spule. Nein, meine Spule rennt nicht. Meine auch. Hier rennt Ist eine ja nix. Tendenzwelle mittel bis niedrig. Wir ankern einfach mal. Und oh! Oh, ey, guck mal, ich glaube, die Spule wäre hier auch geplatzt, ne? Die ist jetzt auf 20 und die ist komplett im roten Bereich. Ja. Bei 25, glaube ich, wäre. Jetzt weiß Total ich. wählen, definitiv. Ja, jetzt weiß ich, warum die eben zack, weg war sie. Wie gesagt, also fang halt wirklich mit mega niedrig an und stell die. Du musst da eigentlich bei jedem, also jedes Mal, wenn du ein Teil austauschst, musst du es halt neu ausprobieren und eigentlich musst du halt für jede Angel ein Gefühl für haben. Das ändert sich ja auch ständig, ja, keine Ahnung. Gestern konnte ich meine kleine Route noch auf 24 stellen, heute kann ich auf 28 stellen. Okay. Das ist halt schlicht und ergreifend, weil die Bremse im Arsch ist. Und wenn ich die Bremse jetzt repariere, werde ich die erstmal auf, ja, wahrscheinlich 18 stellen, um zu gucken, was passiert. Und dann sehr wahrscheinlich erstmal eine Weile auf 22, 23 oder so, keine Ahnung, halt Naja, immer gucken wir, wie Stück für weit du Stück kommst. Hochtack an und gucken, wie das Bild sich macht, wie weit die Ausschläge gehen und ja. Boah, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Ey, aber ich glaube, das ist, weil mein Vorfach, ich habe das extra noch ein bisschen kleiner, das glaube ich jetzt bei 9,3 Kilo. Ja, wenn du davor ein 11 Kilo Vorfach drauf hattest oder so, dann ist 25 auf einmal nicht mehr drin. Nee, ich glaube, das waren gar nicht so groß. Das war vielleicht nur ein 10er Vorfach. Weil Nein, meine nein, nein, 13. 13,5 Schnur ist doch schon bei 30% fast Verschleiß. Ich glaube, die hier war bei 21, ne? Oh, warte mal, lass mich mal eben den Fisch hier fangen. Mit. Oh, jetzt zieht den ja rein wie. Mr. Powerful. Was ist mit dir? Ist die ganze Zeit rankurbeln wie so ein Stein? Zuckt dann jetzt rum? Oha! Okay. Hast du ihn gesehen oder was? Oh, das hört sich doch gut Alter! an. Oh, Quappe. 10,6. Ab wann ist Trophy? Wahrscheinlich Ich ab habe auf 10, ne? 9. Ab 9?
Aber der ist schon gut, Trophy. Ja, GZ. Geil. Ach, wo bist du jetzt? Ach so, sowieso nicht in Koori, ne? Wie viel hat der genau? Sag mal bitte einmal schnell. 10,658. 6, 5, 8. Boah, ich glaube, ich bin Platz 2. Echt? Ja, und zwar um die 8 Gramm da hinten, Alter. Ne! Geil. Ja, GZ, wie geil. Das 1.500 Punkte. Boah, ist das geil. Ist damit Platz 1 sicher? Nee, ne? Damit bin ich jetzt im Moment, habe ich dann. Also, warte mal jetzt eben. Ich glaube, der ist noch nicht mit eingerechnet, dieser Fisch. Und mir fehlen gerade 260 Punkte. Ja, nein, alles 360 klar. Punkte fehlen mir gerade für Platz 1. Also, jetzt bin ich safe, Platz 1. Ja, mit Vorsprung. Aber denk dran, dann ne? Ist halt, ja, wir haben beide 11 Dinger in den Rekorden drinstehen. Ist halt, ich habe meine Punkte komplett über russische Störe aufgebaut und er seine halt komplett über Glattstöre und Belugas. Das Problem ist, die Glattstöre und Belugas, die sitzen ein bisschen fester. Also die Belugas sitzen richtig fest. Und nicht, und dass du dich jedes Mal selber rausschmeißt. Keine Ahnung warum, ich finde die nicht. Ich suche die schon seit 50 Stunden, ich finde die Viecher einfach nicht. Hast du mal hier wegen Spots oder so geguckt? Ja, ich habe jeden Typ, der einen Glattstör gefangen hat, habe ich gefragt, wo er denn hergewollt hat. Genau an den Spots, wo ich die ganze Zeit bin. Das ist halt, ja. Oh, scheiße, ich hätte mein Boot eben nicht anhalten sollen, ey. Ich bin hier wieder mit der dritten Angel und kann mich hier nicht wegbewegen, ey. Scheiße. Und der will einfach nicht. Oh. Bitte? Ja, das auch. Jetzt gerade habe ich blöd geguckt, ey. Die Quappe meinst du? Ja, aber du weißt doch, wie Quappen sind. Ja, wie die sich verhalten, ne? Nicht nach einer Quappe angefühlt, Mann. Und dann nicht nach einer 10,6 also, Kilo Quappe. Ja, doch. Nach einer 10 Kilo Quappe hat sich das dann doch angefühlt. Ja? Ich habe Gas gegeben, richtig. Oh, okay. Also das war halt, ich habe Anker gestellt, habe mich hingestellt, habe mich darauf eingestellt, jetzt gleich irgendwann mal loszufahren, so. Das ist nicht passiert, aber die halbe Spule hat er mir runtergezogen oder so. Hey, krass, okay. Dann habe ich den ganz langsam reingekurbelt, da meinte ich ja schon, jetzt lässt er sich komplett reinkurbeln, zuckt jetzt am Ende noch rum, was stimmt nicht mit dem? Das ist dein Quappe. Ja, aber Quappen sind wirklich ein bisschen komisch. Die ziehen am Anfang einmal und dann haben die keinen Bock mehr und lassen sich widerwillig rein, also eigentlich, ja, echt reinziehen. Ja, die sind so weich, holzig, ja. Plüschig, keine Ahnung. So, aber jetzt glaube ich, habe ich den hier auch, Neun Kilo Weißlachs. Kann ich mal irgendjemanden 12, 13 Kilo Weißlachs rausholen? Um den Typen da rauszukicken, meinte? Um ein bisschen zu drücken, ja. Komm schon. Oh. Da habe ich gerade noch gepredigt, Alter. Jetzt nehme ich die Angel in die Hand, steht hier auf 29. Oh. Weil ich gerade da mit den Stör rausgedrückt habe. Ja, ja. Ich drehe die jedes Mal wieder zurück, wenn ja, ich fertig aber bin. Aber das war auch gerade, war wieder mega Freude. Ja, okay, bei so einem Fisch, sei es. Mal ehrlich, ich hab sogar Glück. Oi. Es wäre wirklich egal gewesen. Die ist so runter. Die ist ey, so Alter, ne, du hast gerade deine Angel ausgeworfen und das Geräusch, ich habe mich so erschrocken, dass das hier meine Angel ist. Oh, sorry. Voll krass. Ja, weil in dem Moment hat der bei mir gezogen und der ist gerade voll scheiße unter meinem Boot drunter. Und ich kann mich nicht bewegen. Also ich kann nicht losfahren oder ich kann nichts machen. Ach, scheiße, ey. Hoffentlich kriege ich den hier noch raus, ey. Aber ich sehe den eh da vorne schon. Komm schon. Komm, du kleiner Drecksack. Komm her. Und dann nur ein. Was ist das? Ich glaube. Oh. Ey. Diese Quappen. Bitte? Was? Ab wann werden die eigentlich super? Da müsste auch irgendwo 13, 14 Kilo rum schon sein, oder? Quapp, quapp, quapp. Ich wollte gerade sagen. Okay. Ey, jetzt kommst du mal hier an Land. So, jetzt. Und siehst du, so schwer war der gar nicht. Oh, ich muss unbedingt gleich mit den Fischern da was machen. 9 Kilo. 9,3. Und dann nur eine Seeforelle. Ja, so ist das.